Noch weiter runter. Ah, schön. Schön, schön. Und tschüss. Revolver. Schön. Sieht nach Arbeit aus irgendwie. Pritchard, geben Sie mir Seraph. Wir haben hier vielleicht ein Problem. Großartig. Adam, ich höre. Es geht um diese Fabrik, wo das Signal des Hackers herkam. Da sind überall FEMA-Schilder. Scheint so eine Art Internierungslager zu sein. FEMA? Das kann nicht sein. Die Hälfte unserer Aufträge sind staatlich. Ich weiß. Aber die Soldaten, die uns angegriffen haben, sind hier. Und so wie es aussieht, steht ihnen ziemlich beeindruckendes Gerät zur Verfügung. Ich mache mal ein paar Anrufe. Finden Sie raus, wer da die Befehle erteilt. Ja, pack den, mach mal. Sich dann wieder. Oh, na ja, jetzt bitte nicht die Tür aufmachen, das sind gerade ziemlich viele asoziale Wichser. Ach, schön. Ich werde nicht warten, bis dieser Blödmann mit einem Gabelstapler auftaucht. Glaub mir, so geht's schneller. Siehst du, wozu tragen, wenn sie laufen können? Stimmt. Und warum läuft das Ding nicht? Ich glaube, ich muss es echt schleichen. Muss einer dieser Knöpfe sein. Eher anstrengend im Schleichen. Ja. Ne, ne. Alle Toto und Harry hier. Hallo? Hi. Ist hier jemand versteckt, sollte er jetzt lieber rauskommen. Hört sich an, als würdest du wieder mal Gespenstern nachjagen. Ich denke auch. Alles Gespenster hier. Alles Toto. Alles super. Richtig, hier ist nix. So, dann waschen wir ein gutes Stückchen weiter hier. Den Holländer. Wo ist der Holländer? Wo ist der Goldständer, Mann? Ja. Wunderbar. Fundamentalistisch. Wo müssen wir eigentlich hin? Da. Vielleicht doch dann eher die Richtung. Nein, ne. Irgendwie seid ihr eh die falsche Richtung gerade, habe ich so das Gefühl. Gehe ich doch einfach mal hier lang. Ja,
So, was haben wir denn hier hübsches alles? Können wir den hacken? Oder ist der zu episch für uns? Wahrscheinlich können wir den nicht hacken, ne. War ja klar. Lalala. Ne, das ist auch nicht so drinne hier. Ja, ja, schön. Da müssen wir hin. Und wie kommen wir da hin? Zerbrechlich. Ja, was machen wir da? Irgendwie so ein... Option... Steuerung... Tastatur? Ja, schön... Springen... Kauern... Deckung gehen, nachladen... Ah, Waffe ziehen, wegstecken auf H, okay... Markieren... Folgen Nahkampf. Cool. Versuchen wir unser Glück mal. Nee. Steuerung, Tastatur. E. Inventar, eher nachladen, mal beziehen. Typhoon aktivieren. Nee. Inventar. Ja. Wie kriegen wir so ein Ding jetzt da kaputt? Junge! Ach so, da ist auch noch eine Tür. Das ist ja praktisch. Ist ja natürlich echt hier viel los, ne? Lalala. Nichts passiert, oder? Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Die überwachte Frequenz war gerade kurzzeitig aktiv. Heißt? Ich vermute, die Typen wollen abziehen. Ja, okay. Das Gefühl habe ich auch schon langsam. Irgendeine Idee, was dahinter steckt? Sie benutzen einen Code, aber so wie ich das sehe, ist der Anführer immer noch ein Stockwerk unter ihnen. Gute Arbeit, Pritchard. Ich suche ihn. Braves Mädchen. Das ist aber dunkel hier, du. Warum wird es auf einmal hell? Das ist kein gutes Zeichen, oder? Ja. Und dann? Oh.
Oh, was ein Zufall. Schwer umzingelt. Die hauen jetzt dann wahrscheinlich dann auch ab, richtig? Oder darf ich den da töten? Der ist groß. Echt groß, der Typ. Hey, seht mal da. Ein verirrter Pfadfinder. Das ist der Nicht Kerl, der meine ganz. Operation in der Leichenhalle ruiniert hat. Leg ihn um, Barrett. Oh, mit dem größten Vergnügen. Gucken wir doch mal, was jetzt abgeht. Endgegner quasi, ja. Laufen. Das war nur zum Warmwerden. Wie soll ich denn da bitte irgendwas reißen? Das ist irgendwie ziemlich hardcore gerade. Oder ich bin nur wieder zu blöd. Kann natürlich auch sein. Mal schauen. Mal schauen. Let's see. Schön. Ja, komm, das können wir nämlich jetzt überspringen, genau. Laufen! Laufen, du Spasti!